Willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect 1. Wir sind auf irgendeinem, ja, auf Eden Prime gelandet und sollen einen Sender einsammeln. Und irgendwie ist dieser von irgendwelchen Aliens überrannt worden und wir sind mittendrin. Okay, wir sollen Deckung nehmen. Ich würde gerne mal eine andere Pistole nehmen. Wie kann ich denn eine andere Pistole nehmen, Leute? Ich hätte gerne eine andere Pistole. Okay. Ah, okay. So geht das. So können wir unsere Waffen nehmen. Ach, guck mal, wir haben Scharfschützen. Okay. Nehmen wir mal die Waffe hier. Ja, ich möchte aber keine Gap schützen. So, einmal heim. Kann ja nicht schaden. Ist das hier alles? Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geht? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Dann auf zum Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Die Rampe da. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Kann ich irgendwie rennen? Nein. Ein kleiner Raumhafen. Ja, wo denn? Du bist echt so lustig. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Gesund sieht das jedenfalls nicht mehr aus. Die Tür. Ach, komm, mach mal die Tür auf. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Oh, ich hasse Minispiele. Kann man das nicht irgendwie befehlen? Das zu machen? Riecht nach Rauch und Tod. Ich würde da gerne rein. Ach, okay, Kiste. Nicht genug Universalgel. Na denn. Glauben wir dem mal. Saren! Nylas! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte,
Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Hat er ihn jetzt erschossen? Was ist das da hinten? Doch. Ach, Überhitzung. Okay, wo ist jetzt unser Freund? Da ist unser Freund. Ein Turianer? Sie kennen ihn? Er ist Inspektor. Er war bei uns auf der Nord. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihilus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja, da hatten wir ja mal Glück im Unglück, dass wir jetzt wissen, wo wir hin müssen, ne? Wir kassieren hier eine Menge an Schaden, würde ich mal sagen, ne? Und kaum Heilung. Da ist ein Upgrade-Kit hinter den Flammen. Aber ja klar, dass ich wieder Schaden kriege. So, wo ist jetzt dieser Zug, der uns so angepriesen wurde? Nein, auch nicht. Ich
kann ja nur in der Richtung hier sein. Schon ganze Zeit sagen, hä, wo sind denn die Gegner? Wieder so mega freundlich mit dem Heilen. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Genau, wir deaktivieren. Zum Glück sind die ja markiert. Eine finden. Wo ist die denn? Finde ich doch gut, dass wir die jetzt alle gefunden haben. Das heißt, es ist nur noch diesen einen Blödmann finden, den wir. So, haben wir die jetzt alle gefunden? Okay. Spinnt. Okay, das war jetzt nicht so schwer.
Gut, nehmen wir mal alles mit. Und wo ist jetzt unser Sender? Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Lass mal fragen, was los ist, ne? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ja, was könnten wir denn antworten? Fragen wir mal. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient.
Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Fragen wir mal was jetzt mit... Nee, machen wir mit Jenkins? Na komm, wir fragen mal. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins' Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Na gut, fragen wir ihn, was er eigentlich Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Gate greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ja, wir haben ja noch die Gate hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Gate kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Saren mit den Gate zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Gate. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Ja, da haben wir ja mal ordentlich, eine Klatsche gekriegt, würde ich mal sagen, durch diesen verkackten Sender. Oh, da können wir Medigel kriegen. Finde ich gut. Naja, nun gut. Wir machen hier uns erstmal ein kleines Päuschen. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.